krieg ich doch das Kotzen, Alter! Hallo Freunde, willkommen zurück hier bei Professional Pharma 2017, einem besten Spiel auf der ganzen Welt. Ich freue mich richtig, dass ich wieder hier endlich dieses tolle, wunderbare Spiel spielen kann. So, wo ist denn jetzt hier eigentlich? Na komm, setzen wir zurück. Setzen wir auch zurück. Und das ganze andere Gesöcks hier, warte mal, das... Das hier setzen wir auch mal zurück. So, und jetzt gehe ich da rein und dann bin ich da. So, ich habe mir letztes Mal nämlich Tiere gekauft. Und ich rede jetzt die ganze Folge so richtig motiviert, wie toll dieses Spiel ist. So, Freunde, wir haben nämlich jetzt hier wunderbare Schafe. Guckt euch die mal an, wie schön sie sind und wie schön ich mir den nicht angucken kann, weil hier nämlich eine unsichtbare Wand ist. So. So, Wasserbedarf pro Tag 12 Liter, Futterbedarf 18 Kilogramm. Oh, das geht aber eigentlich rein theoretisch ganz gut. Ballenvorrat, Strohbedarf pro Tag 1 Ballen, okay. Hier steht aber, dass sie nur Wasser und Korn brauchen. Finde ich jetzt doof von den... ...die das nicht gesagt haben. So, juhu, da sind auch noch mehr Tiere. Ja, Spaß, juhu, macht Spaß, ja. Yeah. Krass, cool, sick, geil, ja. Füllstand, da hatten wir 0, okay, nice. Anzahl Kühe, Ballenvorrat 15, Strohbedarf pro Tag 1 Ballen. Okay, Futtervorrat, Wasservorrat, Futterbedarf pro Tag 120 Kilogramm, Wasserbedarf pro Tag 240 Liter. So, schauen wir mal bei den Hühnern vorbei. Brauchen auch einen Ballen pro Tag. Futterbedarf pro Tag 1 Kilogramm. Okay. Ein Ballen. 15 Kilogramm Futter pro Tag. Wasserbedarf pro Tag. Okay, dann würde ich sagen, spulen wir einfach mal ein bisschen vor. So, warte mal. Dann können wir nämlich jetzt hier gleich schon mal sagen, pflügen, beauftragen und wird am 7. März fertiggestellt. Mir egal, die Tiere sind nicht versorgt, das ist mir doch Schnurzpip. So, immer noch 6 Stück. Schweine sind Selbstware, ne? Alter, die brauchen unbedingt Ballen. Zustand ist 95. Das ist nicht gut. So. Ich bin jetzt ja mal gespannt gleich. Spaß für 4 Wochen. Wie soll man denn da für seine Tiere sorgen? Was ist das für ein Konzept, Alter? Das ist doch kein Konzept. Das ist Dummheit. Meine Fresse, Alter. Haben die überhaupt mal ein bisschen nachgedacht? Oh Gott. Ja, Strohbedarf. Super. Vielen Dank auch. So, ich versuche jetzt vielleicht nochmal die Errungenschaften, die es in diesem Spiel gibt, freizuschalten.
Da man eh am meisten Geld hat, wenn man ein neues Spiel startet, würde ich sagen, wir starten dann einfach gleich nochmal ein neues Spiel. Wachstum. Vollende einen kompletten Wachstumszyklus. Habe ich ja schon gemacht. Okay, das können wir alles mal machen. Besitze 5 Felder, das können wir mal machen. Besitze 15 Felder, das können wir machen. Besitze alle Felder, ja, das können wir auch mal machen. Besitze alle Traktoren, das können wir auch mal machen. Besitze alles Equipment. Besitze alle verfügbaren Wirtschaft 150.000. Okay, das können wir nicht so einfach machen. Alter, erreiche. Wie bitte, bitteschön? Verkaufe 100 Schweine, verkaufe 600 Hühner, verkaufe 500 Schafe. Ohne Spaß, Leute. Wie soll man denn. Alter, die haben nicht nachgedacht, als sie das Spiel gemacht haben, ne? Die haben nicht darüber nachgedacht, wie man jemanden motivieren soll, überhaupt so lange zu spielen, sodass man diese Errungenschaften überhaupt mal freischalten kann. Alter, ohne Spaß. Krieg ich was an mich? Warte mal. Was wollte ich denn jetzt überhaupt? Drecke, oder? Ich wollte Ballen holen, damit die ein bisschen versorgt sind wenigstens. So, vielleicht kann ich die ja noch umlagern. So. Vielleicht habe ich ja auch noch irgendwo ein paar Ballen im... So, ankoppeln hinten. Gucken wir mal, ob wir noch Ballen im Lager haben. Durchs Schwad aufsammeln müsste das ja eigentlich gemacht worden sein, ne? So, wie viele Ballen haben wir denn? Anzahl Ballen. Oh, 91. Jo, mal. Dann würde ich sagen, ne? Für die Schweinis haben wir ja ein paar Ballen, ne? 14 Ballen, das reicht für 14 Tage, also für 2 Wochen. Dann würde ich sagen, machen wir. Sorgen wir mal hier für 2 Wochen. So. So, Hühner. Hühnes. So. Na komm. Alter, was ist das? Fick dich. Pff, Alter, es ist lächerlich. So. Nice. Bam. Wolle. So, Kühe. Und Schafe. Obwohl, vielleicht bekommt man es sogar hin. Vielleicht bekommt man es sogar hin mit einem Wachstumszyklus. Hey, aber ich habe doch schon einen Wachstumszyklus erreicht gehabt. Also ich habe doch schon mal einen kompletten Wachstumszyklus durch... Oder was ist damit gemeint? Keine Ahnung, die sollen mich mal... Können mich mal sonst wo... So. So, jetzt können wir nämlich auch mal vorspulen ein bisschen. Machen wir einfach mal... Machen wir einfach mal... 2 Tage. So. Wie viel Kilogramm Wolle haben wir denn jetzt? Joa. Viele. 0 Kilogramm. Wasser und Korn. Mhm. Metzger verkauft. Ja. Gut, super. 0 Kilogramm Korn. Das macht doch Spaß. So, Map. So, nächste Felder bearbeiten hier. Zack.
Hier, ne? Grubbern hier. Buff da da und bebuff da da. So, dann können wir direkt hier wieder spulen eine Runde. Machen wir mal einen Tag. So, bebuff, ey. So, nice. Macht doch Spaß hier die ganze Zeit einfach nur klicken. Bebuff und bebuff. So, nice. Warte mal, jetzt können wir ja wieder spulen, ne? So, wieder ein Tag. Bebuff. So, und so läuft das Spiel nämlich jetzt, ne, Leute? Ey, es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Ach komm, pflanzen wir diesmal Gerste an. Meine Güte. Ach so, warte mal, ich kann ja schon spulen. So. So, und jetzt müssen wir warten, ne? Und jetzt werden alle meine Tiere sterben. Ne? Würde ich mal behaupten. Ich würde mal sagen, alle. Alle meine. Alle meine Tiere werden jetzt sterben gleich. Ich kann ja mal ganz kurz. Warte mal, Karte. Kalender, spulen. Die Tiere sind nicht versorgt, wenn du vorspulst, ja. Nicht mal für eine Woche kann ich das machen. So. Na Leute, da habt ihr den Salat. So, und das Spiel, das steht sich quasi selbst im Weg. So, ich kann jetzt 6 Tage, 5 Tage, ich spule mal 5 Tage, ja, ich habe ja eh nichts zu tun. So, das Spiel steht sich selbst im Weg mit seinen Spielelementen. Merkt ihr das? 1 Kilogramm Wolle habe ich jetzt. Aber damit kann ich ja bestimmt richtig was anfangen, ne? So, wieso habe ich jetzt nur so scheiß FPS hier? Kann mir das auch mal jemand verraten, bitte? So, 65 Stück. 65 Eier habe ich jetzt. So, ist so nice. So, Schweinis. So, 6 Stück. Ja, die haben immer noch keinen Nachwuchs bekommen. Nach der Zeit. Ja, muss ich meine Tiere jetzt alle wieder verkaufen, weil die nippeln mir doch alle ab. Während ich auf das Ding... Oder ich muss halt... Alter, was ist denn jetzt mit den... Was ist denn jetzt mit der FPS-Zahl los? Warum? Warum ruckelt das jetzt so? So, warte. Ich muss hier weg. Ruckelt zu sehr. So, und jetzt schauen wir mal. Jetzt gehen wir nämlich mal auf den Wochenmarkt und schauen mal, was wir denn verkaufen können. Und wenn nicht, dann müssen wir halt ein bisschen... Obwohl, wir können ja Futter kaufen. Fällt mir gerade mal so ein, für die Tiere. Macht zwar irgendwie keinen Sinn, aber... Naja, ist dann halt so. Schauen wir einfach mal, wie viel denn die das mit dem Tierzeugs bringt. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt, nachdem die Map neu geladen ist, die FPS wieder gut sind. Ja, sieht fast so aus. So. Ach ja, natürlich, ich vergaß, dass hinter mir der Tierhändler ist. Guckt mal, Leute. Ne, da ist der Tierhändler. Oh Gott, ist das schlecht. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Alter, nee, Mann. Das ist so schlecht. Mama, ich will nicht mehr.
Oh, ich weiß nicht, ob das vielleicht schon die letzte Folge ist. Obwohl, ich kann nichts versprechen, Leute, ja? Vielleicht müsst ihr es noch aushalten mit dem Spiel, ja? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Projekt gut findet oder nicht. Aber, ja, so von den Klicks her zu urteilen, die erste Folge war ja sehr beliebt von den Klicks. Ja, aber die zweite war dann schon nicht mehr so, ne? Trotzdem eigentlich ein Projekt, was ganz gut Klicks bringt, muss man sagen, so. So, schauen wir mal. 65 Stück. Ja, dann haben wir da schon mal 13 Euro. Oh, und da, okay. 711 Euro. Nice. Ja? Nice, einfach nice. So. So, dann schauen wir mal. Was ist denn so ganz günstig? 15. Mais ist das günstigste. Ich habe keine Ahnung, was 100 Gramm sind. Wie viel kann ich denn kaufen? Okay. Ich kaufe einfach mal 269 Gramm Strohballen. So. Und ganz viel Mais. So viel wie geht. So. Dann Map. Ja, ja, so. Maschinen zurücksetzen und aktivieren. Das passt von hin und vorne nicht, die Spielelemente von dem Spiel. Das ist so schade, Mann, Mann, Mann. Das hätte eigentlich so gut sein können, Mann. So. Dann holen wir jetzt mal Mais aus dem Lager raus. Ach komm, jetzt kuppel doch die Scheiße an, Mann. Wieso ist denn die Steuerung hier so scheiße? Los, ankuppeln. Ankuppeln? 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 Ah, warte, ankuppeln. So. So, nice. So, dann schauen wir mal. Wie viel denn hier drin ist. Füllstand. 40.000. Ja. Das heißt... Wir schauen mal, so dass wir hier bei den Kühen zumindest so, die brauchen nämlich Futterbedarf pro Tag, die brauchen nämlich sehr viel. Und deswegen würde ich sagen, machen wir einfach mal 120 Kilogramm. Ja komm, wir machen einfach mal ziemlich viel. So, Wasserbedarf pro Tag. 240 Liter. Und es sind nur noch 398 Liter da. Okay. Gut. Ja. Ich bin die Kuh, ich bin Kacke. Meine Fresse, ey. Hauptsache ist bald Ruhe hier. So, jetzt haben wir nochmal 5 Tonnen dazugegeben. Boah, wieso dauert denn das eigentlich so lange, das zu befüllen? Das ist doch auch scheiße. So, ich denke, bei den Hühnern brauchen wir nichts, ne? Futterbedarf pro Tag.
Ja, 1 Kilogramm. Und 2 Liter. Und ich denke, damit kommen wir ganz gut aus. So, gucken wir mal bei den Schweinen. Ihr Schweine. So, Futtervorrat. 1,86 Tonnen. Machen wir auch nochmal ein bisschen rein. So, das Problem, das Hauptproblem ist, denke ich, eigentlich mal der Wasservorrat hier, ne? Allgemein. So bei der Versorgung. Und ich denke, die Strohballen vielleicht auch. Da müssen wir auch nochmal ein bisschen nachbessern hier. So, gut. Dann füllen wir mal hier ein bisschen noch was auf. Was viel Futter brauchen die? Ah, 18 Kilo, okay. Also auch nicht so viel. Das heißt, wir machen auch noch hier ein bisschen. Ich denke mal so bis 5 Tonnen. Dann sollte es eigentlich für den Rest meines Lebens reichen. Den Rest geben wir dann noch den Kühen. So. Also eigentlich das Hauptproblem ist irgendwie Wasser anscheinend. Ich werde dann wahrscheinlich die Tiere mal manuell offscreen füttern, weil das ist ja doch schon ziemlich ziemlich langweilig. So. Ballenvorrat. Wenn wir jeden Tag einen Ballen brauchen, wenn mal 4 Wochen, wie viele Tage sind das? Ja, aber ich muss so oft 4 Wochen lang irgendwas machen. Alter, wie viele Ballen brauche ich denn dann? Boah. Na, herzlichen Glückwunsch, ey, das wird noch spaßig. Das wird ja noch spaßig hier. Hätte ich auch einfach vielleicht die Seite öffnen können bei den Tieren. Keine Ahnung. Ich wollte es nicht ausprobieren. Scheiße, ist teuer genug. Ich bin fast pleite. Ganzer Hof geht den Bach runter. Ich meine, dieses Spiel, man kann, wenn man, sobald man anfängt zu spielen, scheitert man. Anders geht's ja auch nicht. Anders, was anderes lässt das Konzept ja gar nicht zu von diesem Spiel. So. Dann würde ich sagen. Befüllen wir mal. So, 11.000. Bollern wir einfach mal eine komplette Ladung. In jedes Tiergehege rein. Wow, das ist der Hammer, wie spaßig das ist. Alter, mit dem Wasser kommt man doch kaum was. Oh Gott. Das sind, warte mal, 40 Tage, das sind 2 Monate. Ne, das ist 1 Monat ungefähr, den wir da weit kommen. Na gut, ich bin ja auch noch nicht fertig mit Befüllen, ne? So.
Also ich fülle einfach mal komplett überall Wasser rein. So. Ja, macht Spaß, ne? Das ist Professional Farmer 2017, meine Freunde. Ihr seht hier hochspannendes Gameplay, gewaltige Action und ja, mehr braucht man dazu einfach nicht zu sagen, ne? Würde ich sagen. Oh Gott. So, gucken wir mal bei den Schweinis vorbei. Anhänger aufladen geht ja relativ schnell. Im Vergleich zum Entladen. Okay, da müssen wir wirklich nichts tanken. Bei den Hühnern haben wir genug. So, hier 72 Liter, okay. Jetzt wird getankt. Aber ordentlich. Ja, die hätten ruhig mal ein bisschen mehr balancen können bei dem Spiel, meiner Meinung nach. So, 5000 Liter. Denke ich, reicht erstmal. Oh Gott. Ja. Das Ballen auf- und entladen geht zum Glück relativ schnell und fix. Das machen wir dann auch noch in dieser Folge. Dann gucken wir mal, wie wir vorspulen können. Wir brauchen 12 Liter. Ja, das heißt, damit kommen sie auch schon sehr weit. Okay, Wasser und Futter sind also mittlerweile kein Problem mehr. Jetzt spielen nur noch die Ballen eine Rolle. Oh, Alter, das nervt so hart. Diese scheiß Steuerung. Meine Güte. Ist die Steuerung scheiße. Moment, wo habe ich denn jetzt den... Oh, welcher Vollidiot hat den denn da hinten hingestellt, Mann. Meine Güte, ey. So. Ja, gut, ne? Also bei den Schweinis, denke ich, brauchen wir auch noch ein paar Bälle. Schauen wir mal, wie viele haben wir denn jetzt hier? 300. Ja, ich denke, das sollte machbar sein jetzt. Okay, 36 Ballen, das heißt, da haben wir einen Monat. Das heißt, ungefähr um die 4 Wochen. So, das heißt, wir müssen noch... mindestens... 5-mal hier hin und her fahren. So, jetzt haben wir einen weiteren Monat. Ballen sind schon mal 2 Monate. So. So, 81 Ballen. Ich denke, das reicht auch erstmal vorerst. Für ein paar Monate. So, dann müssen wir jetzt überall machen. Weil es ist bei Hühnern, wie bei Kühen, wie bei Schafen, scheißegal. Es ist, wir alle brauchen einen Ballen am Tag.
Oh, oh, warte. Ich muss ganz kurz mal... ganz schnell... tanken. So, Fahrzeug waschen habe ich mir eigentlich auch gerade einfach mal gegönnt, weil... ich es mir halt gegönnt habe. So. So. Und ich würde sagen, das war's auch schon für eine weitere Folge Professional Farmer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.